Honey Lemon Flavored Soft Drink. 1% von irgendwas. Und off steht auch noch drauf. Oh. Ich schätze mal 4,4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Schauen wir mal. Keine Kohlensäure. Oh. Sehr zitronig. Riecht nicht schlecht. Ja, die frische Zitrone haben sie ganz gut hingekriegt. Überraschend intensiv. Viel Zitrone. Und die süße Quelle, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt Honig zuordnen, aber es hat nicht diesen typischen Süßungsmittelgeschmack. Ja, ist nicht schlecht. Dass das keine Kohlensäure hat, stört in dem Fall auch nicht. Ja. Surprise Level 6 von 10. Und was der Barkeeper nicht kennt, Score, ja, auch 6 von 10. Also ist Zitrone und ein bisschen Honig. Ist okay. Wir sind wieder bei Hatta. Hatta Soda, Original Flavor. Und auf dem Label ist eine Ramune, also das Ding mit dem, mit der Glaskugel drin. Genau. Original Flavor, ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ist halt eine bisschen größere Flasche. Okay. Eieiei. Das riecht wie ein ganz, ganz billiger Energy Drink. Oh nein. Da sind ganz viele Kirschblüten drauf. Vielleicht soll Kirschblüte sein? Nee. Undefinierbar. Bin gespannt. Cheers. Also es hat Zucker. Es hat wenig Eigengeschmack. Es ist Sparkling. Das ist schon mal gut. Ja, vielleicht soll es doch Kirschblüte sein, weil es ist so ein bisschen blumig. Und eine Frucht kann ich irgendwie nicht zuordnen. Boah, aber meins ist es nicht. Eieieiei. Surprise Level, ja. Es ist halt keine Fruchtlimo, sondern schon irgendwie was Blumiges, aka Seifiges. Hm. Surprise Level, ja, ist auch gut. Nee, nicht meins. 3 von 10. Was der Barkeeper nicht kennt, Score 3 von 10. Hatta Soda, Original Flavor. Istag, Non-Alcoholic Malt Beverage, Tropical Fruits. Okay, Riesenaufkleber, weiß nicht, wo es wirklich herkommt. Ich glaube Indien. Hat auf jeden Fall ein TÜV-Zertifikat. Auch nicht schlecht. Malzextrakt, Hopfenextrakt, tropischer Geschmack. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Uiuiui. Ja. Erinnert mich an eine Hopfenlimo, die es mal gab. Hopsa oder so hieß die. Also tatsächlich schon, ja, Hopfen ist da. Ist nicht sonderlich süß, was schon mal eigentlich ganz gut ist. Die Fruchtnote, ja, also Multivitamin. Ob das aber zu Hopfen und Malz passt, ist eine ganz andere Frage. Also nicht so eine tolle Kombination. Jedenfalls nicht für meinen Geschmack. Also ein Surprise-Level ist auf jeden Fall da. Ansonsten, was der Barkeeper nicht kennt, Score, ich sag mal 5 von 10. Ja, das ist weird.